Der Anblick täuscht. Hier handelt es sich nicht um eine gewöhnliche Touristengruppe in Wien, sondern um eine Auswahl der besten jungen Musiker Europas im Alter zwischen 14 und 19 Jahren. Gekommen sind sie, um bei Eurovision Young Musicians 2010 teilzunehmen, einem der bedeutendsten internationalen Wettbewerbe klassischer Musik. Sieben dieser jungen Musiker werden nach dem Halbfinale eine Woche später auf der Rathausplatzbühne bei der Eröffnung der Wiener Festwochen spielen. Stars wie Julian Rachlin, Lydia Beitsch oder Julia Fischer starteten einst ihre Weltkarriere nach dem Sieg von Eurovision Young Musicians. This is so big. Das ist hier alles so groß. Das Erste, was mir zur Bühne einfällt. Sie wirkt so mächtig. Ich bin neugierig, wie es wäre, hier zu spielen. Sehen wir, was passieren wird. Nein, ich bin nicht nervös. Ich freue mich, junge Leute in meinem Alter kennenzulernen, die auch Musiker sind. Das ist toll. Ich bin überwältigt. Dies ist ein wunderbarer Ort und ein tolles Ambiente. Ich bin beeindruckt. Peter Moore ist von Großbritannien nach Österreich gereist. Er spielt Trompete und gehört zu den jüngsten Teilnehmern des Wettbewerbs. Wie auch Lambis Pavlou aus Zypern. Sein Instrument ist das Klavier. Der Cellist Stefan Casacu ist in seiner Heimat Rumänien längst ein Star. Sein Traum, die Musikstadt Wien zu besuchen, geht nun endlich in Erfüllung. Eva Nina Kosmos hat es nicht ganz so weit. Sie kommt aus Slowenien und spielt Flöte. Seit seinem 8. Lebensjahr ist Hayrapet Arakelian leidenschaftlicher Saxophonspieler. Der Deutsche mit armenischen Wurzeln gewann zahlreiche internationale Musikpreise. Willkommen geheißen werden die jungen Musiker gemeinsam mit ihrer Delegation im Museumsquartier. Eine anstrengende Woche steht ihnen bevor. Das Halbfinale beginnt schon am folgenden Tag. Ich finde diese ganze Sache, dieses ganze Projekt oder Event sehr wichtig, vor allem, weil es zuerst einmal zeigt und herausfiltert, was an Talent vorhanden ist, weil es auch auf eine wunderbare Art Wien als musikalische Stadt repräsentiert. Und weil auch der Ort, wo es stattfindet, traumhaft schön ist. Und die ganze Kulisse ist so unglaublich imposant und beeindruckend. Also das ist, glaube ich, was ganz Besonderes, weil es gibt überhaupt nirgends mit dem Burgtheater, das man von der Bühne aus sieht und der unglaublich große Platz. Und wenn man sich vorstellt, dass da dann lauter Menschen sind, das muss ein unglaubliches Gefühl sein. Also total erhebend und wirklich einzigartig. Also Wahnsinn. Die Geigerin Marie-Christine Klettner vertritt Österreich. Sie ist Studentin des Leopold-Mozart-Institutes für Hochbegabte am Mozarteum. Der Tscheche Lukáš Dittrich spielt wie einige seiner Mitbewerber mehrere Instrumente. Beim Wettbewerb tritt er mit der Klarinette an. Mit dem Kontrabass unterwegs zu sein, ist nicht einfach. Der 17-jährige Matthias Hamskow-Palm ist mit dem Zug aus Schweden angereist. Obwohl in Mexico City geboren, tritt die 17-jährige Dana Zemtsov für die Niederlande an. Sie wechselte vor 8 Jahren von der Geige zur Bratsche. Mit einer Marimba im Gepäck gehört der Kroate Filip Merčep zu den Exoten dieser Woche. Ich kann mir sehr viel vorstellen, aber zuerst einmal kommt das Halbfinale und dann sehen wir weiter. Ganz eigene Geräusche von sich geben, also Beatboxing, soll die Stimmung auflockern und das gegenseitige Kennenlernen der Kandidaten fördern. Yeah.
Yeah, please, be serious. It's a hard job. Normalerweise klingt seine Musik so. Der Pianist Daniil Trifonov stammt aus Russland, studiert aber nun in den USA. Guro Klevenhagen startete ihre musikalische Karriere mit 5 Jahren. Die Norwegerin stand schon wie die meisten ihrer Mitstreiter auf einigen internationalen Bühnen. Er wurde zum Musiker des Jahres 2009 in seiner Heimat Polen ernannt. Bartosz Glowacki tritt mit dem Akkordeon zum Wettbewerb an. Der größte Traum des griechischen Pianisten Konstantinos Destounis ist ein Klavierstudium in Wien. Der 15. Teilnehmer stammt aus Belarus, spielt Cello und heißt Ivan Karizna.